etwas anfälliger dafür bin. Ja, dass das halt vorkommt, meine ich. Ach, das hier ist rot, geschlossenes Tor. Das gehört den Feinden, aber wir können es nicht kaputt machen. Das ist ja unfair. Yuki liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Und da waren die feindlichen Gebäudegeschichte. Jedenfalls die hinterm Tor. Dann müssen wir jetzt wohl oder übel mit der gesamten Armee unten rumlaufen. Naja, warum nicht? Ja, mein Herr. So soll es sein. So soll es sein. Jawohl. Lassen wir die wieder dort hinten anmarschieren. Fertig, Meister. Kein Problem. So, hier betteln die sich schon. Wenn's denn sein muss. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Und ich brauche hier wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Unterstützung, um die Feinde hier zu besiegen. Aber gern? Ach nee, jetzt kommen die zurück. Das ist keine gute Idee. Lassen wir mal unseren Freund erstmal hier unten. Ja, ist mir bewusst. Ach ja, ein paar Rohstoffe umsonst aufgebaut. Wo kommen die denn her? Auf in den Kampf! Ergreift sie! Die hauen jetzt schon wieder ab. So soll es sein. Wie feige ist das denn? Vor allem, wo kommen die her? Hier ist doch gar kein Spawn mehr. Oder spawnen die doch aus ihren Gebäuden halt? Jawohl. Frage ich mich jetzt halt, ob die wirklich aus den Motten dort kommen, also aus Türmen oder aus den Gebäuden. Ich bin da mir immer noch nicht so ganz sicher, wie das da ist. Da ist noch so eine Station. Hier unten ist noch eine Mine. Hier scheint dann alles so okay zu sein. Ach, die Brückenarchitekten von hier sind auch gleich hier rübergerannt. Haben das zusammengesetzt. Das ist ja praktisch. Und wir machen eine ganz schöne Reichweite. Ja. Dann mal weiter im Text. Ja, Herr. Jawohl. Ja, hier drüben ist das Tor-Ding. Vielleicht steht ja hier noch ein Turm. Das Gebäude ist. Sind wir hier auf der anderen Seite? Eine eurer Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Zielt ganz genau. Aus der Ferne werde ich zuschlagen. Geht mit dem Segen des Herrn. Jawohl. Da haben die jetzt Angst bekommen. Zu viele, zu schnell, in zu kurzer Zeit von denen draufgegangen. So, Ari nehmen wir natürlich noch mit. Ja, mein Herr. Wie ihr wünscht. Dann verfolgen wir sie. Sofort. Wie ihr wünscht. Ach, hier oben ist ja noch so ein Ding. Wird gemacht. Wir kümmern uns darum. Ein Held ist in großer Gefahr. Oh. Der Doppelschaden haut aber rein, Junge. Ja, mein Herr. Bis in den Tod. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Da
Dario wurde überwältigt und liegt kampfunfähig auf dem Schlachtfeld. Es ist Zeit. So. Attacke! Das hätten wir. Wird angegriffen. Das kann ich. Nur Mut! Wir werden siegen! Wir kümmern uns darum! Nur Mut! Wir werden siegen! Ach, da oben steht noch einer! Nur Mut! Wir werden siegen! So. Die Wohnstätte ist auch bald hin. Ihr werdet angegriffen! Dario wurde überwältigt und liegt kampfunfähig auf dem Schlachtfeld. Attacke! Bis in den Tod! Jawohl! Ja, Herr! Bis in den Tod! Ja... Ari wurde überwältigt und ist kampfunfähig. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Dann hätten wir diesen Außenposten ja auch schon. Ist in große Gefahr. Zieht euch warm an. Bald wird es schneien. Der Winter kommt jetzt, auch bald wieder, zeigen, aber die können hier keine mehr spawnen. Ja. Da haben wir ja die so gut wie überwunden, würde ich sagen. Und ich mach mir jetzt... Ich müsste noch den Leibeigenen dort vorbeikriegen, aber... Ich versuche jetzt dort einfach mal ein Architektenbüro hinzubauen. Und... Ja, ich mache mir jetzt nicht mehr die Mühe. Letztes Mal habe ich hier noch hier total Stationen alles aufgebaut für Nachschubtruppen und so. Aber... jetzt muss ich mir ja nicht mehr so die Mühe machen, weil... Ich hab schon alles platt gemacht. Das kann ich. Bis auf die Station hier unten, aber... Ist ja nicht unbedingt nötig, sag ich jetzt mal. Einer eurer Arbeiter wird angegriffen. Ja, das ist jetzt nicht so gut, aber der wird das überleben. Dafür sind wir genau die Richtigen. Dann warten wir mal. Ach nee, wir gehen mal... Wir besuchen mal den anderen Torwächter da hinten. Mal gucken, was der Sei zu sagen hat. Gern. Alle mit einem Ausrufezeichen müssen ja wenigstens angehört werden. Gern. Dann rede mal mit ihm, Dario. Ja. Was? Das Tor? Ist zu, ne? Jo, bleibt auch zu. Weil ich gerade was Wichtigeres zu tun habe, als euch Rotzlöffeln hier das Tor aufzumachen. Seht man zu, dass ihr eure Brücken baut. Und dann schauen wir weiter. Ach, nett. Ja, okay, da lässt uns dann wahrscheinlich erst rein, wenn die Brücken fertig sind. Aber das hier hinten ist dann quasi einfach ein Secret Door. Und ja, wir haben hier unten unseren Schlüssel freigespielt und konnten den da unten machen und dann haben wir alles schon mal für den Voraus geplättet. Na gut. Ach, es ist ja Winter, da kann ich ja meine Truppen hier hochziehen, um die Feinde dort unten Platz zu machen. Fällt mir gerade mal so auf. Und ja. Ah, jetzt kommen auch noch Kanonen. Naja. Dann kommen wir mal rüber. Das Architektenbüro ist fertig. Fertig. Hm.
Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Na, okay. Kein Problem. Wird gemacht. Wir kümmern uns darum. Jawohl. Dann schauen wir doch mal, wer noch hier oben übrig geblieben ist. Ach, da. Helden wird angegriffen. Wir erledigen das. Für Ruhm und Ehre. Boah. Pfeil und Kanonenhagel. Kugelhagel. Um all eure Siedler versorgen zu können. Ich tue mein Bestes. Ah. Mehr scheint von denen nicht übrig zu sein. Dann besetze ich einfach nochmal das Dorfzentrum halt, weil es ein Dorfzentrum ist. Und als einfach geil ist, wenn man 400 Einheiten bauen könnte. Und wandern mal ein bisschen hier runter. Es ist Zahltag. Wenn die die Brücke fertig konstruiert haben, ja. Dann habe ich ja eigentlich so gut wie gewonnen. Den hier oben. Lass ich einfach mal hier stehen. Ja, die arme Stadt. Aber rein vom Logischen her, die Stadt hier hat eine Stadtmauer. Und die Leute haben eigentlich rein gar nichts, was eine Mauer durchdringen könnte. Ich frage mich, wie sie die Stadt kaputt gemacht haben. Die Tore konnten, haben sie bestimmt nicht eingerammt. Wäre auch möglich gewesen, aber mit einem Rahmenwerk oder so. Also jetzt ganz logisch gesehen, natürlich kann man hier im Spiel alles mit einem Schwert kaputt hauen, aber naja. Und sie fangen an zu bauen. Ich fange an zu bauen. Die stehen hier rum. Gut, dann statten wir der Gegend hier unten noch einen Besuch ab. Wird gemacht. Schauen einfach mal da, was so ist. Sofort. Die sind gleich fertig. Er ist noch nicht ganz so weit. Ja, und im Großen und Ganzen war das jetzt schon wieder die Runde. Und ja, jetzt gibt's auch nicht mehr so viel zu sagen eigentlich. Man kann hier die ganzen Stationen kaputt machen, wenn man weniger Ärger haben will, muss es aber nicht. Ja, vielleicht hätte ich jetzt einen Held oben lassen sollen. Was ruckelt gerade? Um den Torwächter nochmal anzusprechen. Falls wir überhaupt die Chance dazu haben. Letztes Mal, als ich das so gemacht habe, ja, da ist einfach, sagen wir mal, Endsequenz dann einfach losgegangen, weil ich das schon alles geplättet hatte. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder so sein. Und ja. Das Brückending ist jetzt fertig, die Brücke wird gebaut und dann werden die... Ja, dann ist die Runde zu Ende. Ja! Die Brücke da unten könnte ich eigentlich auch mal anfertigen lassen. Wird erledigt. So. Aber gern? Lass mir noch ein paar Sprüche klopfen. Meine Freunde nennen mich einfach den Schakal. Geschafft. Am liebsten schieße ich auf Haselnüsse und Tannensaft. Sind ja auch sehr leicht zu treffen. Weil ja echt, ey, der Typ ist schon der quasi der erste Sniper dort in der Welt. Allein. Der Rohstoff in einer eurer Eisenschächte geht zur Neige.
Meine Freunde nennen mich einfach den Schakal. Am liebsten schieße ich auf Haselnüsse und Tannenzapfen. Es gibt Leute, die behaupten, ich würde mit meinem Gewehr irgendetwas kompensieren. Alle tot. Ja, ich weiß nicht, der Typ ist ein bisschen... Steuern und Gold werden gezahlt. Meine Mutti hat immer gesagt, ich soll das Gewehr zu Hause lassen. Ja, also irgendwie ist der ein bisschen seltsam, meiner Für Meinung nach. Auch immer. Zwar geile Fähigkeiten, weil der kann dasselbe mit wie Erik, bloß halt nur mit Fernkampf, aber... Der Sommer kehrt zurück. Die Soldaten rannten die letzten Barrikaden nieder und erstürmten die Anhöhe, die zu den Ruinen von Tanfle führt. Nichts konnte sie mehr aufhalten. Hervorragend. Wir haben alle Brücken fertiggestellt. Ein Bote des Hauptmannes gab mir eine Nachricht, just als ich im Badezuber saß. Unverschämt. Ungehobeltes Pack. Ja, wo war ich? Ach ja, die Nachricht. Hört gut zu, mein Herr. Im Norden gibt es ein Stammeslager des Nebelvolkes. Der Hauptmann glaubt, es wäre schlau, sie an diesem Punkt zuerst zu schwächen. Greift das Lager an. Er wird uns mit seinen Truppen unterstützen. Ja, das haben wir schon getan. Mal gucken, jetzt müsste es eigentlich gleich weitergehen. Dario erkannte, dass es nur eine Möglichkeit gab, den Rachefeldzug des Nebelvolkes zu stoppen. Er musste die Königin finden und sie vernichten. Doch wie sollte er einen Geist jagen, den man weder sieht noch hört? Und Ende. Ja, danke. Und Spiel verlassen. Zurück. Und da geht es an die letzte Karte. Land unter. Endlich haben die Helden das Nest von Carla und ihrer Brut auswendig gemacht. Doch um ihr zu ihr zu gelangen und sie zu vernichten, müssen sie all ihre Kräfte vereinen. Ja, okay, eine Frage dazu. Oh, verdammtes Geil. Woher will ich... Also ich habe jetzt in der ganzen Kampagne noch gar nichts von Carla oder der Königin gehört. Woher wissen die das denn jetzt eigentlich? Ja, eigentlich. Na, ich mache jetzt erstmal Schluss. Ansonsten kommen noch mehr Skype-Geräusche. Wie jetzt zum Beispiel. Also dann, ciao.